So, liebe Freunde der Nacht, wir haben eine Mission. Und zwar wurde mir jetzt mehrfach geschrieben, wie ich Katzen hinzufügen kann. Das heißt, wir machen das jetzt einmal. Und zwar brauchen wir zwei Kätzchen. Was machen wir denn? Sie ist sehr kuschelig. Sie ist sehr... Seien wir ehrlich, sie ist ein bisschen verwöhnt. Aber nee, also okay. Also sie redet auf jeden Fall viel. Das macht sie wirklich, das also die ganze Zeit. Sie hört nicht genau original so, wie das war, 1:1. Ich meine, sie ist sehr freundlich. Nee, sie ist normal. Ich meine, sie ist sehr flauschig, aber ich weiß nicht, ob sieht man das dann im Aussehen? Nee, warte mal. Lass uns... Ich sag, sie ist sehr neugierig. Okay, wir machen zuerst übrigens die Nala. Brauchen wir einen Nachnamen? Nee, oder? So. Also, erste Heldentat. Wir brauchen... Oh, es gibt sogar schon. Okay. Dann... Was gibt's denn überhaupt? Britisch Kurzer. Ja. Selber Miau. Okay. Also, wichtig. Jetzt. Die ist noch sehr, sehr klein. Das heißt... Oh, warte mal. Können wir die einfach klein und dünn machen? Nicht so... Hör auf zu reden! Ich würde ihr das Dünnste geben, weil sie ist eigentlich noch recht klein. Kann man das Alter der Katze einstellen? Okay, erste Heldentat ist, die ist einfach weiß. Das ist tatsächlich ganz akkurat so. Sie hat dunklere Ohren und einen dunkleren Schwanz, aber das ist mehr so ein Goldbraun. Aber nicht so, mehr so ein Goldbraun. Ich glaube, so ist ganz gut, aber ein bisschen dunkler. Das ist ein dunkler. Das ist jetzt eine ganz schwierige Entscheidung. Ah, okay, warte mal, dann machen wir doch lieber... machen wir vielleicht hier so eine Art braun-grauton. Also, sie hat einen normalen langen Schwanz. Hatten wir das jetzt nicht schon? Ah. Oh, Flauschigkeit. Okay. Ah, das ist eine nackte Katze. Hilfe, stopp. Ah, halt. Nein, nein, wo ist meine? Ich hatte es eben. Nein, das war es auch nicht. Das ist Langhaar. Ist es das? Oh, man kann alles einstellen. Das ist ja ein Ding. Nee, aber ich meine, fast schon eher, weil die irgendwie nicht so... Ich glaube, das war sie, oder? Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Warum soll sie denn jetzt ein Cape ankriegen? Nein, stopp den Wahnsinn. Sie hat sogar Steins an. Mach das weg. So. Never mind then. Ah, was ist denn das? Wer macht denn sowas? Also man kann tatsächlich einfach wahrscheinlich seine Katze sehr originell gestalten. Und so wie sie wirklich aussieht. Ich meine, sieht nicht so aus. Meine sieht einfach normal aus. Aber schön zu wissen, dass das geht. Dieses unnötige Feature. Gut, dass das geht, aber dass man nicht das Alter der Katze einstellen kann, bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Okay. So, wir machen jetzt erstmal die Augen. Weil die sind nämlich blau. So, die sind aber helleres Blau. Das macht mich jetzt schon ein bisschen wütend, muss ich sagen. Kopf ist ein bisschen mehr so... Nee. Bah! Das kann ja nicht sein. Wieso kann man den Klamotten anziehen, aber die nicht altern lassen? Das gibt's doch nicht. Ah! Jetzt sieht sie aus wie ein Monster. Warum? Okay, ich finde das jetzt raus. Aha! Okay, ich bin ein Fuchs. Warum? Warum ist das eine Option? Ungefähr so klingt sie. Original. Okay. Dann, ja, ich bin ihr Halter. Okay, neue Katze! Übrigens, ich weiß, viele von euch haben gesagt, oh ja, warum hast du dein Spiel auf Englisch? Mi. Sorry. Ist jetzt halt so. Also, er ist ein friedlicher Geselle. Er ist relativ eigenständig. Und, ich würde sagen, er ist ziemlich clever. Die andere ist... Obwohl, Die andere spielt halt auch so gerne. Das ist das Problem. Sie spielen halt alle so gerne.
Ich meine, ist halt die Frage. Ich glaube, er ist eher faul, als er ein Freigeist ist. Und er ist aber auch clever. So. Jetzt ziehen wir ihm erstmal dieses furchtbare Outfit aus, weil Bar. Okay? Bar. Breedmixer. So, wir haben einmal. Warte mal. Dann gucken wir mal. My Maine Coon. Einmal. Und auf der anderen Seite haben wir britisch kurz. So. Das sieht schon mal nicht schön aus. Aber ist nicht schlimm. Wir können damit arbeiten, okay? Das ist alles eine Frage der, ne? Der Situation hier. Sein Fell ist tatsächlich gar nicht so schlecht getroffen. Wir brauchen nur, tatsächlich ist das ziemlich 1:1, wie sein Fell aussah, als er klein war. Ja, er war so, er hatte so einen Wirbel in der Mitte. Aber ich glaube, es war mehr sowas. Es ist das zweite. Die Augen sind auch nicht so schlecht. Nehme ich das dunkle oder das helle? Ich glaube, ich nehme das helle. Ich glaube, das helle passt besser. Sie sind nicht grün, aber sie sind. So sind sie. Sie sind manchmal golden und manchmal grün. Das ist super schwer zu sagen. Deswegen machen wir das jetzt so. Aber hauptsächlich sind sie golden. Wir können auch wieder das nehmen. Ich glaube, ich nehme einfach wieder das. Okay, ich gehe noch nicht nochmal in den Anmalmodus. So, Della. Und das war's auch schon. Okay, also. Oh nein, er ist traurig. Warum ist er traurig? Joey, sei nicht traurig. Oh, kann man das Geschlecht überhaupt einstellen? Ich glaube nicht. So, egal. Katzenfutter. Ab in den Kapfelnatz. Ich glaube, ich habe das Geschlecht jetzt nicht eingestellt. Egal! Wir streicheln sie! Tatsächlich stehen meine Katzen auch immer vor dem Kühlschrank. Das würde jetzt wahrscheinlich eine Folge zwischen. Tatsächlich machen meine Katzen das auch alle. Oh mein Gott! Genau, das macht sie auch. Sie geht auch immer mit dem Kopf so hoch und. Oh, can't. Hi! Oh mein Gott! Guck, wie klein er ist! Wir sind Freunde! Ja! Ich will mich auch. Oh mein Gott! Ich kann nicht! Sie hüpft immer so durch die Gegend. Das ist so niedlich! Das ist so niedlich! Ich will dich kuscheln! Chovy! Chovy ist ein bisschen. Chovy war als Kind eigentlich flauschiger. Pff, gut hochgenommen. Er wird auch nicht so gerne hochgenommen, muss man sagen, im echten Leben. Aber so cute. Er war als kleines Kind so ein Flauscheball, so ein richtiger und nicht so wenig behaart. Er war mehr so der haarige Geselle. Ich weiß gar nicht, was ich anderes machen soll. Kann ich das benutzen? Genau, so ein Ding habe ich übrigens auch, aber in blau. Es gab nur kein blaues in Sims. Nur, dass die es immer verprügelt. Oh, ich weiß nicht, warum ich das so glücklich mache. Das ist so cute. Meine Arbeit ist in 8 Stunden. Das passt. So. Meisterhafte Kochkunst. So wie natürlich auch im echten Leben. Nur mal Level 2 bin ich jetzt schon. Das wundert mich natürlich überhaupt nicht. Ich kann jetzt auch coole neue Combo-Tricks. Wer will das nicht? Klar, casual macht man natürlich ein paar Liegestütze, während man. während man das. Ich finde es super, dass sie von sich aus auch die ganze Zeit nur mit den Katzen was macht. Sie hat keinerlei soziale Interaktionsprobleme, weil sie die ganze Zeit mit ihren Katzen redet. Sie muss niemals die Wohnung verlassen. Ah, es ist so perfekt. Okay. Ich habe eigentlich keinen Hunger. Das heißt. Wir nehmen uns diesmal nämlich Essen auf die Arbeit mit, weil letztes Mal hatte ich da Probleme mit. Und zwar muss das jetzt put away. 2. Tag. Wir müssen härter arbeiten. Okay, das ist mein erster eigener Fall. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt auf Streife gehen, wie es aussieht. Das geht, denke ich mal, auch am PC. Nee, das geht nicht am PC. Wie gehe ich auf Streife? Hier. Ich rede mit meinem Officer.
Ich kann die Gemeinde kennenlernen und ich weiß, wer die Leute sind, die Unruhe stiften. Das heißt, ich kann, okay. Ich rede mit den Anwohnern, um eine gute oder auch einschüchternde erste Impression zu machen. Oh, okay. Wenn ich irgendjemanden sehe, der kämpft oder wenn jemand Müll verteilt. So, ich bin natürlich ein freundlicher Mensch. Ich sag Hallo zu. Wer ist das denn? Hallöchen. Huntington. Wie geht's? Wie steht's? Was geht ab bei dir? Können wir nicht mal mit Mr. Hood? Ah, nee, Mr. Hood ist mir zu hutig. Wo bin ich überhaupt schon wieder? Wo bin ich? Ich bin immer weg. Oh, was? Hallo? Ich kontaktiere sich mit der Be Fit und Fiddle Company. Wir wollen dir kostenlose Kopfhörer senden. Ja. Natürlich. Was? Sie machen auch noch eine. Oh mein Gott. Das ist eine Laufband, Kletterband. Und Fitnessvideos. Ja, hell yeah. Gott, sehe ich müde und gelangweilt aus. Wow. Wow. Hier ist ja wirklich niemand. Das ist ja voll langweilig, auf Streife zu sein. Kann der aber wenigstens jetzt ein bisschen Müll verteilen? Nö. Ich gehe wieder schlafen. Gute Nacht. Warum kann ich niemanden verknacken? Warum ist dieses Dorf so friedlich? Das macht mich unglücklich. Hier die Oma mit ihrem Sohn. Oh, der Sohn. Der Sohn wird gleich was verstreuen. Der Sohn wird das verschütten. Es wird passieren. Es wird passieren. Es wird passieren. Sicher. Mit wem rede ich jetzt? Hä? Da ist niemand. Egal. Sie hat da was vor. Sie hat da was geplant. Der Sohn. Ich sag's dir, der ist kurz davor. Vielleicht rede ich mit dem Sohn? Wenn man einen kriegt, da. Oh, hier, die ist wütend. Warte, die ist wütend. Mit wem rede ich? Wo bin ich? Warum verliere ich meinen Sim immer? Wo geht sie hin? Meine Freunde, das ist ja schade. Ich glaube, das ist, weil ich mit der vorhin gelästert habe. Ich sag's dir. An der war ich ja schon länger dran. An der war ich ja schon länger dran. Aha. Tja, schade. Schade. Das ist ja ärgerlich. Aha. Machen wir noch eine. Komm, zwei sind besser als eine. Du kriegst auch eine Verwarnung. Denkst du kriegst ohne Verwarnung, ne? Zack. Aber was ein guter Tag. Was für ein Tag. Drei Verwarnungen. Bam. Und ja, er hat heute einen furchtbaren Job gemacht. Ja gut. Was für ein Tag, hä? Was für ein Tag. Auweia. Das wollte ich nicht. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur von der Dings, von der Station weg. Ich wollte zurück zur Polizeistation. Aber zum Glück bin ich jetzt ja zu Hause bei meinen Kätzchen. Naja, gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was ihr möchtet, was wir als nächstes ausprobieren. Ob ihr die Katzen süß findet. Ich meine, die offensichtliche Antwort ist ja, aber ob ihr die Katzen süß findet. Und, und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!